Ich habe kein einziges Huhn bisher gesehen. Also wirklich kein einziges. Wolle. 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 Es gibt ja noch nicht viele Ressourcen. Und deswegen baut man sich einfach von jedem erstmal einiges an Lager auf, dass man von den wenigen, die es gibt, immer genug hat. Was heißt genug? In Minecraft kann man nicht genug haben. Also wirklich, man kann von nie genug haben. Es mangelt selbst immer irgendwann an Cobblestone. Wenn man eigentlich davon denkt, ja, davon habe ich immer genug. Nee. Hi. Auch an Kohle. Ich habe mal gedacht, ja, ich habe definitiv genug Kohle. Weil ich einmal einen automatischen Ofen gebaut, weg war. Ich habe keine Kohle mehr. Das Gefühl dann zu haben, ist schon heftig. So, und jetzt ist die Frage, wie will ich denn jetzt hier bauen? Okay. Ich brauche mehr Stein. Ich brauche definitiv mehr Stein. Viel, viel mehr Stein und mehr Holz. Ich werde jetzt erstmal Holz fällen müssen. Oh je, meine. Ich werde definitiv mehr Holz brauchen dafür. Vermutlich werde ich am Anfang einfach in einem Turm wohnen. Weil das erste, was stehen wird, definitiv ein Turm sein wird, denke ich mal. Der kein Dach kriegt. Weil das Dach werde ich definitiv nicht aus Holz bauen, sondern wirklich aus Steinziegeln. Also diesen Lehmziegeln da, den roten. Weil, tut mir leid, es gehört sich einfach. Ich will da kein Holzdach drauf kleistern. Das passt für mich nicht. Vor allem nicht, weil es einfach nur Eichenholz gibt. Zumindest noch ein schönes dunkles Holz gäbe, mit dem man das machen könnte. Dann vielleicht, aber mit Eiche will ich das eigentlich nicht. Das ist zu hell. Jetzt holen wir uns hier erstmal ein bisschen Stein. Es ist schon bitter, wie wenig Stein man hier rauskriegt. Ich glaube, man muss. In der Alpha ist es halt wirklich so. Man muss Strip minen, weil anders kommst du nicht an Stein. Wenn du auch Stein hier bauen willst, das kriegst du nicht hin. Du hast immer zu wenig davon. Weil halt deine Spitzhacken so wenig aushalten. Und nachdem du halt mit Steinspitzhacken abbaust, kriegst du effektiv aus einer Steinspitzhacke jetzt 62 Steine raus. Und das ist halt wirklich nicht viel. Damit kannst du quasi nichts machen. So, egal. So. Oh, hoppala. Der geht steil bergab. Ich glaube, ich setze doch noch eine Ebene tiefer tatsächlich. Einfach weil ich da mehr Steine kriege. Na egal, jetzt erstmal Holz auch mal in die Inventarleiste packen. Und dann. Oh Gott. Craften. Wo ist die Workbench da? Ja. So. So. Und schon haben wir wieder kein Cobblestone mehr. Freuen wir uns erstmal.
So. Aua. So, auf der Höhe ist es gut. Schön konzentrieren. Okay, jetzt wird es dann gleich schwieriger. Oh je. Machen wir es erstmal so. Oh Gott, man kann hier die Dinge noch nicht umgedreht setzen, ne? Was kriegt man hier nicht raus? Ah, immerhin eine Stufe. Das ist schon mal beruhigend. So. Okay, gut. So. Wie weit will ich denn in die Richtung dann noch gehen? So, wenn dann... Ne, ich glaube, das war definitiv... Ja, das war zu weit. Nur zwei wären richtig gewesen. Aua. Ich glaube tatsächlich... Jetzt muss ich erstmal rechnen. Ja, ich muss hier. So. Dann kommt hier ein Pfosten. So. Okay. Und jetzt sieht man auch schon, dass das Ganze etwas umfangreicher wird. Okay. Vor allem etwas umfangreicher nach unten hin. Aua. Da werde ich dann ein bisschen die Landschaft verändern, damit das gut aussieht hier. Weil so weit runter will ich den Turm ja nicht ziehen eigentlich. Da muss ich dann von außen nachhelfen. So, währenddessen einfach mal ein bisschen Essen reinstopfen. Damit ich wieder etwas gesünder aussehe. So. Und jetzt dann hier das nächste. Ist ein bisschen traurig, die Musik. Ist fast zu traurig. So. Warum funktioniert das nicht? Als ob ich das jetzt... Alter! Spiel, please. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, so kann man natürlich seinen Cleanstone auch vernichten. Also seine Stone Slabs auch vernichten. Ah, danke. Boah. Aua. Super. Jetzt sieht man hier auch gleich diese tollen Schatteneffekte. So. Wie gesagt, diese Mauer ist erprobt. Die sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob man die hier an der Stelle noch aus der Weite entfernen kann. Aber sie ist ziemlich cool. Sie ist cool. So.
Ja, ich habe nämlich dieses Mauerprinzip vor ein paar Tagen ausprobiert und mir festgestellt, es ist total cool. Und da kam mir wieder da kam wieder dieses Gefühl zurück, Alter, ich will von ganz früher anfangen ins Aktuelle, und das ist quasi auch der Sinn dieses Ganzen hier. Und nachdem man halt diese Mauer fast in der Originalform auch hier bauen kann, was ich ja gerade mache, habe ich mir gedacht, ja, das ist echt das perfekte Starthaus. Brauchst du noch ein bisschen Glück bei der Welt, dass es hügelig ist? Oh, und das hatte ich ja mal gar nicht. Und dann kannst du hier diese tolle Burg bauen. So, und ich würde sagen, hier als nächstes kommt dann auch gleich der erste Holzkranz rein. So, weil das gehört natürlich auch in jede anständige Fachwerkburg rein. Ja, ich habe Fachwerk gesagt. Okay, dann muss ich runter. Rip in Hacke. Man sieht dann auch schon, dass dadurch die Holzvorräte sehr, sehr, sehr schnell in den Keller gehen. Brauche ich einen solchen Baustil? Aua. Alter, kommt man hier überhaupt noch raus? Ich glaube fast nicht. Vor allem jetzt wird auch wieder Nacht. Alter, ich habe keinen Bock auf Nacht. Also halt wirklich so gar nicht. Erstmal so eingeschränkt. Ja gut, jetzt muss ich erstmal die Bäume hier umfällen, beziehungsweise erstmal neue nachpflanzen. Damit geht akut das Holz aus. Oh wow, da wächst der doch bestimmt. So. Gut. Noch ein Setzling. Gut. So. Dann hoffen wir mal, dass das hier oben schön wird. Und holen uns im Gegenzug dafür mal neues Holz, weil das brauchen wir. Sehr schön. Die Länge wird wahrscheinlich immer so eine Viertelstunde rum sein. Weil es einfach besser ist so. Als zu lang. So. Aber viele Setzlinge halt, die auch dann immer gleich rausdroppen, ne? Oh Gott, diese Wolken. Ich finde die ja persönlich gerade richtig furchtbar. Hi Schaf. Hi Schaf. Scharf. Na gut, das war's. Können wir mal wieder ein paar Schweine töten? Ich brauche Essen. Leider kein Hungerbalken, das ist so entspannt. Oh Mann. Wow, 33 Holz. Echt super.
Schön.